Vorsicht, ganz so. Du hast recht, das Zeug hat mich ein Vermögen gekostet. Also, Trapper, auf deinen wohlverdienten Urlaub. Es hätte keinen besseren treffen können. Darauf stoßen wir an. Spitzengewächs. Hier habe ich noch dein Abschiedsgeschenk. Pack's gleich aus. Was? Ein Geschenk? Ich bin da nur 4 Tage weg, Junge. Viel länger hast du noch nie frei bekommen. Wie war? Nach einem anstrengenden Tag mit Schussfahrten auf eisigen Pisten. Hüttenschuhe, du hast dich ja ganz schön in Unkosten gestellt. Ich hab gedacht, die brauchst du für die langen, gemütlichen Abende vor einem knisternden Kaminfeuer mit einem Skihasen. Mit einem Skihasen? Sie wird dir in die Augen sehen und verliebte Worte flüstern. Ich bewundere deine Fantasie. Vielen Dank. $7.42. In dem Fall zählt nicht das Geld, sondern der gute Wille. Okay. Stell dir vor, Trapper, morgen um diese Zeit bist du schon auf den eisigen Pisten. Schussfahrten, Wedeln. Ach, ich freue mich drauf. Ganz ruhig, Trapper. Vor dir liegen 4 wunderschöne Urlaubstage in Mammoth. 4 wunderschöne Urlaubstage. Sieh dir das an. Das geht dich nichts an. Du hast deinen Urlaub lange genug vorgeplant. Du weißt, wie schwer es ist, 4 Tage hintereinander zu bekommen. Stimmt, ist praktisch unmöglich. Genau. Ganz zu schweigen von der Mühe, eine Ferienwohnung zu finden und dann die ganzen Reisevorbereitungen. Ich kann dir nur sagen, Trapper, den Urlaub hast du dir ehrlich verdient. Ich bin ganz deiner Meinung. Du hast es dringend nötig, mal auszuschweigen. Das kannst du laut sagen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es wird bestimmt eine lange Nacht. Leb wohl, Mammoth. Ich wollte sowieso nicht Skifahren. Um die Jahreszeit taugt der Schnee nichts. Das musst du dir aber auch jetzt ständig einreden. Wo ist mein Arzt? Ich will meinen eigenen Arzt. Kannst du mal herhören? Spricht hier irgendjemand ungarisch? Ist egal, wo Sie mich unterbringen. Hauptsache, ein Zimmer ist in der Nähe. Wir brauchen einen Krankenpfleger auf Zimmer 3. Ja, ich kümmere mich. Statsch, was ist denn hier los? Ich dachte, du sitzt vorm Kaminfeuer mit einem Skier. Den habe ich versetzt. Sag mir, was hier los ist. Das Bay General musste evakuiert werden. Evakuiert? Warum? In der Küche ist ein Feuer ausgebrochen und hat sich in Windeseile über alle Räume verbreitet. Und da hat man die meisten Patienten hierher geschickt. Wir brauchen also noch mehr Ärzte. Hier ist einer. Entschuldige, Moment. Brian Hanley, Arzt, Chirurg und bon vivant im Bay General. Was haben Sie denn da am Arm? Ich weiß nicht. Dann sehen wir mal nach. Tja, als das Feuer das Labor erreicht hat, muss ich irgendwas verschüttet haben. Mein Arm brennt wie 1000 Ameisen. Ich habe das Gefühl, als ob er gleich abfällt. Dr. Gates, Sie werden auf der Intensivstation verlangt. Gehen Sie, es wird schon wieder besser. Säuber den Arm, ich sehe ihn mir dann nochmal an. Gut. Tut mir leid, aber im Moment haben wir nicht genügend Ärzte. Ja, ich weiß schon. Wenn Sie mir einen weißen Kittel besorgen, werde ich Ihnen helfen. Ja? Ja, ich bin Arzt. Ein bisschen ramponiert, aber einsatzfähig. Gut, fein. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, Doktor. Entschuldigen Sie bitte. Lassen Sie mich mal durch. Danke. Ja, ist das schön, mal im Rollstuhl hier spazieren aufregend, zu fahren. Ne? Und wie? 2 Krankenhäuser für mich in 2 Tagen. Starch, würden Sie Mrs. Needleman bitte zur Aufnahme bringen und legen Sie sie in den 4. Stock. Tut mir leid, das geht nicht. Der 4. Stock ist total belegt. Belegt? Oh Gott. Und was ist mit dem 3. Stock? Der ist auch überfüllt. Da bleibt nur noch die Entbindungsstation. Was, ich auf der Entbindungsstation? Das ist ja der größte Hit. Also das ist unmöglich, Stanley. Aber was machen wir? Irgendwo muss sie doch hin. Sehen Sie doch mal nach. Vielleicht ist im 4. Stock doch noch ein Bett frei. Vielleicht finden Sie noch ein Plätzchen, wo ich mich aufs Ohr hauen kann. Aufs Ohr hauen? Ist sonst noch etwas? Ja, Paul Nolan muss eine Weile in die Elektrochirurgie. Wahrscheinlich muss eine Kolonresektion gemacht werden, aber vorher eine Biopsie. Okay. Gut. Ich hoffe, dass deine Zimmerstürze nicht, aber was anderes haben wir im Moment nicht. Macht nichts. Hauptsache, es ist ein Zimmer. Entschuldige, Checkpoint, aber die Hälfte der Krankenberichte von den evakuierten Patienten fehlen. Ach, das ist doch nicht so schlimm, zumindest was mich betrifft. Ich kann Ihnen genau sagen, was mir fehlt. Meinen Krankenbericht, den kenne ich nämlich in- und auswendig. Und meine Fieberkurve sage ich Ihnen rückwärts und vorwärts auf, wenn Sie wollen. Eine Patientin nach unserem Geschmack. Name Sally Needleman, Alter 82,
Angehörige der weißen Rasse, Blutgruppe A. Diagnose: Metastasen, also ein Karzinom. Karzinom, Metastasen? Wo sitzt das Primärkarzinom? In meiner Lunge. Das ist doch nett. Ich bin im Endstadium. Endstadium? Oh, das macht nichts. Ich kann damit leben. Mrs. Needleman, solange Sie hier bei uns im Krankenhaus liegen, ist das für Sie keine Endstation. Genau das brauche ich. Einen Arzt, der es versteht, mich wieder aufzubauen. Auch wenn er ein Lügner ist. Oh. Dr. McIntyre, Dr. Gates, bitte sofort zur Intensivstation. Dr. McIntyre, Dr. Gates, bitte sofort zur Intensivstation. Dr. Gates. Wer ist es, Sullivan? Wahrscheinlich. Vor 20 Minuten ging es ihm noch gut. Dr. McIntyre, Dr. Gates, bitte zur Intensivstation. Was fehlt ihm? Akutes Lungenödem. Was haben die ihm gegeben? 10 Milligramm Gamma A. Ich habe ihm eine Staubinde angelegt. Der Puls scheint stabil zu sein. Nicht schlecht. Hat er Ferrozyan nicht bekommen? 40 Milligramm intravenös. Dann tut mir leid, Freunde. Aber ich war ein bisschen schneller als ihr, nicht wahr, McIntyre? Wie kommst du denn hierher? Ich rette nur wieder einen Patienten für dich. Er kommt durch, keine Sorge. Danke. Nichts zu danken, das hätte doch jeder andere Superdoktor auch getan. Anscheinend kennt ihr beide euch. Das ist eine lange Geschichte. Du bist doch hoffentlich nicht mehr sauer, dass ich dich bei den Tennismeisterschaften geschlagen habe. Ich hab mal jemand geschlagen, Trapper? Ja, aber nur, weil er beim Zehen gemogelt hat. Richtig, Trapper. Wie hört sich's an? Besser. Was macht ihr arm? In Ordnung, juckt noch ein bisschen. Wissen Sie was? Wir brauchen jemanden, der sein EKG kontrolliert. Dann helfe ich Ihnen bei den anderen Patienten. Ich bin gleich wieder da. Schwester O'Malley, passt auf. Wenn eine Veränderung eintritt, wird sie uns rufen. Was? Geht's Ihnen nicht gut? Nicht gut? Es geht mir sehr gut. Prima. Okay. Draußen auf dem Gang warten noch 30 oder 40 Leute auf uns. Kommen Sie. Ja, selbstverständlich. Gehen Sie schon mal voraus. Wie soll sich jemand bei diesen vielen neuen Patienten zurechtfinden? Oh, Tompkins auf 420 muss mit Alkohol abgerieben werden. Habe ich schon gemacht. Nein, das war Jennings auf 424. Nein, das weiß ich genau, weil er die ganze Nacht gekeucht hat. Der Keucher ist auf 450. Du verwechselst das mit Willow auf 430, der dauernd vor sich her singt. Nein, nein, dieser Billing singt vor sich her. Willow ist der, der schnarcht. Und wo ist der, der beim Schnarchen pfeift? Der liegt bei dem, der vor sich her singt. Auf welchem Zimmer? Beim Keucher. Oh, Dr. Henley hat nach Ihnen gefragt. Schade, hat er nicht nach mir gefragt? Nein, nach mir leider auch. Wissen Sie, wo er ist? Er hat gesagt, er wäre im OP. Er wollte Ihnen wieder zuvorkommen. Typisch für den guten alten Brian. Wie lange wollen Sie noch operieren, Brian? Was soll denn das? Wir haben gerade erst angefangen. Der arme Teufel ist übel dran. Schwere innere Blutungen. Er sieht schlecht aus. Sein Blutdruck ist 82 zu 54. Machen Sie noch eine Bluttransfusion. Sie stören, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Draußen stehen die Patienten Schlange. Ich muss eine Laparotomie vornehmen. Ich kann nicht länger warten. Was dagegen, wenn wir wie im Vietnam arbeiten? Vietnam? Ja, wir operieren gleichzeitig. Sie bleiben, wo Sie sind, und ich gehe auf die andere Seite des OPs. Meinetwegen, ich liebe große Partys. Alles klar, wir teilen uns den OP mit Henley. Na, wie geht's? Ich komme mir vor wie nach einer großen Schlacht. Seit 6 Uhr haben wir 47 Operationen hinter uns. Ja, ich weiß. Sie sehen aber noch recht munter aus. Soll das ein Witz sein? Wir haben das ja auch in all den Jahren geübt. Ja, da werden manche Erinnerungen wach, nicht wahr, Starch? 28 Jahre sind das jetzt her. Der nächste Patient ist fertig. Ja, ist gut, danke. Es geht weiter, Gunther. Entschuldige uns. Ja, Wiedersehen.
Absaugen. Klammer. Ein bisschen schneller. Wir haben noch allerhand vor uns. Okay. Erst bringen wir die Blutung unter Kontrolle, dann reparieren wir den Schaden. Peter, stellen Sie bitte die Lampe richtig ein. Ja, gut. Danke. Tupfer. Gut. Blutdruck fällt. Er atmet zu flach. Noch eine Transfusion. Okay. Oh. Herzflimmern auf dem Monitor. Geben Sie ihm 100 Milligramm Lidocain. Okay, Doktor. Ventrikulare Insuffizienz. Wir versuchen es mit Schocks. Her mit dem Gerät. Schnell. Brauchen Sie Hilfe? Nein, ich brauche Ihre Hilfe nicht. Herzstillstand. Geben Sie ihm noch eine Dosis Adrenalin. Gut, ich befürchte nur, das nützt nicht mehr. Los! Unter meinen Händen stirbt niemand. Geben Sie ihm Kalzium. Halt durch. Du schaffst es, Junge. Du kommst durch. Bis hierher habe ich dich durchgebracht. Stirb mir nicht weg. Doktor, das dauert jetzt schon fast eine Stunde. Wir können ihn nicht retten. Es hat keinen Sinn. Nicht aufgeben. Komm, Freund. Sie können nichts mehr tun, Doktor. Er ist tot. Sie sehen gut aus. Ach was, ich kenne Sie schon, Sie Schmeichler. Sie haben nach mir gerufen, gut, dass Sie gekommen sind. Sagen Sie Sally zu mir. Und Sie, mein Junge, wie heißen Sie? Jackpot, da sind Sie. Ich habe Sie überall gesucht. Kommen Sie schnell. Moment, nicht so eilig. Er ist ein guter Junge. Sie werden ihn mir doch jetzt nicht wegnehmen wollen. Was heißt denn hier wegnehmen? Madame, das ist ein Krankenhaus und kein Privatclub. Tut mir leid, ich kann ihn nicht hier lassen. Also kommen Sie mit. Aber, es dauert doch nur einen Moment. Ich habe noch etwas Dringendes zu erledigen. Bitte setzen Sie sich. Kommen Sie, setzen Sie sich. Setzen, Mrs. Needleman? Es scheint Ihnen nicht klar zu sein, dass wir uns in einer ausgesprochenen Krisensituation befinden. Nur einen Moment. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges vorlesen. Es dauert höchstens eine Minute. Sie verstehen also mich. Also gut, lesen Sie vor, Mrs. Needleman. Gut. Also. Ich, Sally Needleman, im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte und im vollen Bewusstsein, dass ich möglicherweise jeden Tag abkratzen kann, setze hiermit meinen letzten Willen auf, das heißt mein Testament. Ich muss zurück zur Notaufnahme. Da ich keine Angehörigen habe und mein Mann verstorben ist, der meinen Batzen hinterlassen hat, vermache ich hiermit meinen weltlichen Besitz allen meinen Freunden des San Francisco Memorial Krankenhauses, die mir meine letzten Tage so angenehm gestaltet haben. Mrs. Needleman, das ist sehr großzügig und nett von Ihnen, aber das können wir nicht annehmen. Nein, das können wir. Wenn Sie es allerdings unbedingt wünschen, dann... Abgesehen davon, Sie werden gar nicht sterben. Zumindest nicht, solange es in unserer Macht steht. Hören Sie, ich werde ins Gras beißen. Das weiß ich genau. Außerdem ist es mir lieber, ihr bekommt die Moneten als irgendwelche mysteriösen Stiftungen. Ich kenne doch diese Geier. Da hat sie nicht Unrecht. Sie haben doch bestimmt Freunde oder Verwandte. Ja, aber die sind alle betucht. Die brauchen das Geld nicht. Und es ist euer Verdienst, meine letzten Tage so verschönt zu haben, nicht? Passen Sie auf. Ich werde jetzt in meinem Testament die Namen aller derjenigen einsetzen, die ich mag. Mrs. Needleman, bitte tun Sie das nicht. Warum nicht? Ihr Kinder tut doch so viel für mich. Und ich möchte euch nur meine Dankbarkeit zeigen. Jetzt will ich nichts mehr davon hören, hä? Habt ihr nicht Visite? Also verschwindet jetzt.
Visite, richtig, Visite. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg, damit unsere Patientin zu ihrem Schönheitsschlaf kommt. Ja, verschwinden wir. Falls Sie uns brauchen, wir sind in der Nähe. Sie können ohne weiteres Dr. Riverside verlangen. Ich komme dann sofort. Ja, gut, Doktor. Sagen Sie bitte Stanley. Stanley? Wollen Sie nicht eine Pause machen, um mal aus dem Trubel herauszukommen? Ja, eine kleine Abwechslung wäre nicht schlecht. Gut, dann kommen Sie mit. Um was geht's? Wir haben gerade ein Bündel Krankenberichte vom Bay General bekommen. Sie sind also nicht alle verbrannt. Die müssen wir einordnen. Einordnen tue ich gern. Das ist doch ein ganz prima Job. Ganze Menge, nicht? Gefällt Ihnen der Job immer noch? Schwierig? Ich will das Wort schwierig nicht mehr hören. Wir brauchen noch mehr Leute, die uns helfen. Gut, dann versuchen wir es eben bei den freien Vermittlungsagenturen. Glück gehabt? Ah, tüchtiges Pflegepersonal ist einfach nicht aufzuteilen. Bei der Bezahlung. Ja, danke. Wie kommst du mit einem zurecht? Gut. Nur nicht mit deinem Freund, dem Wunderdoktor. Was? Er ist zusammengebrochen, nachdem er seinen Patienten nicht mehr retten konnte. Brian? Das kann ich mir gar nicht recht vorstellen. Hast du ihn in letzter Zeit erlebt? Ein richtiges Nervenbündel. Ich erzähl dir mal was über ihn. Vor 6 Jahren fuhr auf dem Highway ein Personenwagen auf einen Lastwagen auf, der Öl geladen hatte. Eine junge Frau saß am Steuer, daneben ihre kleine Tochter. Beide waren sofort tot. Brian arbeitete 5 Stunden, um den Lastwagenfahrer zu retten. Dann operierte er noch weitere Notfälle, bis der letzte Patient versorgt war. Ich habe ihn bewundert, weil ihm das Pflichtbewusstsein als Arzt über alles ging. Erst später dann setzte er sich hin und weinte um seine Frau und seine Tochter, die er bei dem Unfall verloren hatte. Weißt du, vielleicht sind wir alle etwas überarbeitet. Hallo? Wer ist hier? Gut, ich sag's ihm. Du bist ausgerufen. Na los, beeil dich. Dr. Gates zur Intensivstation. Dr. Gates zur Intensivstation. Ich bin Ihnen wieder zuvorgekommen. Was ist passiert? Eine leichte Herzinsuffizienz, wieder die gleichen Symptome. Ich habe ihm eine Spritze gegeben. Kann ich Ihnen helfen? Nein, ich schaffe das schon allein. Okay, danke. Höchste Zeit. Zeigen Sie mal her. Ich glaube, es ist besser, wir holen einen Kardiologen. Er hatte einen Herzinfarkt. Ich möchte nur mal wissen, was mit Dr. Henley los ist. Keine Ahnung, aber das finde ich raus. Verlassen Sie sich drauf.
Noch mal Glück gehabt. Beinahe hätten wir diesen Patienten verloren. Tut mir leid, Gates. Ich kann mir das nicht erklären. Ich weiß nicht, Henley, was Sie genommen haben, aber wenn genommen. Es noch mal... Ich nehme nichts, gar nichts. Und das ist die Wahrheit. Ach, kommen Sie, sehen Sie sich doch an. Jeder Medizinstudent im ersten Jahr würde die Symptome sofort erkennen. Nein, das stimmt nicht. Ich schwöre, ich nehme nichts. Tut mir leid. Es kommt nicht wieder vor. Ja, stimmt. Dafür werden wir sorgen, dass es nicht wieder vorkommt. Denn ich werde es nicht für mich behalten, Henley. Und jetzt kommen Sie wieder runter von Ihrem Trip. Und zwar schnell, bevor Sie noch einen zweiten Patienten umbringen. Hey, Brian. Ich habe dich überall gesucht. Einer der Krankenpfleger hat mir gesagt, dass du hier draußen bist. Was ist los? Ich brauchte nur etwas frische Luft. Frische Luft schnappen kannst du später. Wir brauchen dich im OP. Nein, ich kann nicht, Trapper. Ich bin im Moment so verdammt müde. Was, du, der Wunderdoktor? Das glaube ich nicht. Es ist mir ernst, Trapper. Glaub mir, ich bin wie ausgelaugt. Ich bin irgendwie fertig. Das verstehe ich, aber uns geht es doch weit besser als den Patienten da drin. Trapper, ich... Hör zu, Brian, ich brauche deine Hilfe. Also reiß dich zusammen und komm nach. Was für ein Nahtmaterial brauchen Sie? Nahtmaterial? Ja, für die Wunde. Vielleicht eine 4-0-Seite. Doktor. Doktor? Dr. Henley, ist alles in Ordnung? Verdammt nochmal, ich habe keine 4-0-Seite verlangt. Brian, was ist denn los? Doktor? Dr. Henley? Alles in Ordnung? Dr. Henley? Dr. Henley? Alles in Ordnung? Dr. Henley? Brian, was ist los? Dr. Henley? Brian? Bist du in Ordnung? Was ist los? Dr. Henley? Doktor. Danke. Gehen Sie, Brian. Ich mach weiter. Wenn das zugenäht ist, können wir die Milz entfernen. Sein Zustand ist stabil. Gut. Ich brauche noch einen Topfer. Vorsicht, bitte. Trapper? Was geht's?
Mit Henley geht das so nicht weiter. Du musst ihn ablösen. Warum denn? Weil er vollgepumpt ist mit Drogen oder Alkohol oder was weiß ich. Und ich habe keine Lust, ihm nochmal aus der Klemme zu helfen. Warum bist du so aufgebracht? Ich bin aufgebracht, weil Henley schon die zweite Operation verpfuscht hat. Er steht unter Morphium. Das ist eine verdammt schwere Anschuldigung. Wie willst du das beweisen? Du willst Beweise? Da drin haben vier Leute gesehen, wie er ausgeflippt ist. Wenn du mir nicht glaubst, der Mann ist völlig durch den Wind. Wo ist er? Ich habe gesehen, wie er in den Abstellraum gegangen ist. Wahrscheinlich wird er noch drin sein. Brian? Brian? Erkennst du mich, Brian? Ich bin's, Trapper. Was ist los mit dir? Was hast du? Trapper. Ich. Ist ja gut. Du bist überarbeitet. Hilf mir. Trapper, hilf mir. Das tue ich. Das tue ich, Brian. Was. Was ist denn mit mir passiert? Trapper, was hab ich noch? Komm, steh auf. Wir werden es herausfinden, ja? Keine Drogen. Ich schwöre dir, Trapper, ich habe keine Drogen geschluckt, keine Drogen. Ich habe keine Drogen genommen, glaub mir. Ist ja gut. Das wird schon alles wieder. Irgendwas ist in mir. Ich weiß nicht was, aber keine Drogen. Du musst mir helfen, Trapper. Ihr müsst es herausfinden. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, Brian, jetzt mach dir mal keine Sorgen. Ich habe das Gefühl, ich verliere den Verstand. So vorläufig ist noch nicht. Na, was sagen Sie dazu? Wunderschöne Blumen für eine wunderschöne Frau. Gesundheit. Oh gegen diese Blumen man kann ich auf niemanden verlassen. Ich habe dem Blumenhändler extra gesagt, er soll keine Azaleen schicken. Kümmern Sie sich lieber um Ihre Patienten. Sie sind meine Patientin. Meine spezielle Patientin. Na, reden Sie keinen Quatsch, Stanley. Sie sind doch nur hier, weil Sie ein bisschen Feuer gefangen haben, oder? Aber da Sie schon hier sind... Wissen Sie, wie der nette Pfleger heißt, der letzte Nacht hier war? Pfleger? Ja, er hatte vergangene Nacht hier Dienst. Ich möchte seinen Namen in mein Testament setzen. Ich weiß im Moment nicht, wen Sie meinen. Oh, Sie kennen ihn bestimmt. Dunkler Typ, würde ich sagen. Nicht sehr groß, hat eine Schnurrbart. Ich zeige Ihnen ein richtiges Schmuckstück. Dunkler Typ, nicht sehr groß. Ja. Schnurrbart? Ja. Ein Schmuckstück? Ja, genau. Ein Schmuckstück. Ist nicht mehr hier, hat gekündigt heute Morgen. Oh, schade. Jetzt werde ich Ihnen den Rücken massieren. Die Schädelaufnahmen sind negativ. Ja, kein Befund. Bin anscheinend Hans im Glück. Ich habe eine radiologische Hirnuntersuchung angeordnet. Ich wünschte fast, ich hätte nur einen Tumor. Dann wüsste ich wenigstens, woran ich bin. Und ihr behauptet nicht, ich wäre drogensüchtig. Hör mal, wie du weißt, haben schon manche ab und zu Stimulanzmittel genommen. Und es war ihm nicht einmal bewusst, dass dadurch gewisse Veränderungen eintreten. Was soll das, Trapper? Du solltest mich besser kennen. Ich habe noch nie Drogen genommen. Warum denn auch? Mein Leben ist völlig in Ordnung. Ich bin direkt widerlich gesund. Ich nehme nicht mal Vitamine. Wie erklärst du dir dann dein gestörtes Verhalten? Das kann ich nicht. Aber ich würde mich doch nicht diesen Tests unterziehen, wenn ich was zu verbergen hätte. Laborergebnis. Jetzt sag mir nicht... Es wäre nichts. Sag bitte, es ist was, egal was. Die Laboruntersuchungen haben einen hohen Anteil von Fenciclodin in deinem Urin und deinem Blut ergeben. Fenciclod... PCP? Ja, richtig. Das kann nicht sein. Das ist absolut unmöglich. Die müssen sich geirrt haben. Ich habe es dreimal nachprüfen lassen. Und ich sage, die haben sich geirrt. Demzufolge stehst du unter der gefährlichsten halluzinogenen Droge, die es gibt. Trapper, ich schwöre dir bei Gott, dass ich... Okay, Brian. Dann sag mir ehrlich, wie erklärst du dir das? Keine Ahnung. Ich werde Ihnen was sagen, Henley. Ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Es hat keinen Sinn mehr, etwas abzustreiten. Sie brauchen unsere Hilfe. Das Ganze gibt für mich keinen Sinn. Nichts davon, die Teste, die periodischen Verhaltensstörungen.
Das habe ich nie gehabt, bis ich dieses verdammte Haus betreten habe. Ich habe mich vorher immer wohl gefühlt. Hier erst hat es mich erwischt. Dann fahre ich wahrscheinlich nach Monte Carlo. Da war ich noch. Jetzt aber mal langsam, mein Lieber. Du hast Mrs. Needlemans Geld schon mindestens dreimal verjubt. Das wäre doch bestimmt in ihrem Sinn. In ihrem Sinn, meinst du? Mhm. Aber bis jetzt ist sie doch noch gar nicht tot. Miss Brancusi, könnten Sie... Entschuldigen Sie, Jackpot. Würden Sie mir bitte den Verband abnehmen? Haben Sie sich die Pulsadern aufgeschnitten? Nein, es ist nur... Man kann nicht vorsichtig genug sein. Seit gestern juckt es mich hier so. Ich weiß nicht, dass es vielleicht ein Hitzeausschlag. Ich möchte nicht, dass er sich über den ganzen Körper ausbreitet. Hitzeausschlag sieht mir nach Schweißbläschen aus. Da würde ich keinen Verband auflegen. Nein? Schweißbläschen? Hm. Hitzeausschlag. Hitzeausschlag, Hitzeausschlag, Hitze... Stanley? Mhm. Was hatten Sie gestern an? Meine importierten Elchleder-Slipper und meine Seiten. An Ihrem Arm, meine ich. An meinem Arm, den Laborkittel und drunter ein Hemd. Laborkittel? Wo hatten Sie den her? Aus unserer Wäscherei. Und ich sage Ihnen, die haben ihn ganz miserabel gewaschen, waren noch überall Flecken drauf. Ich hätte ihn nie angezogen, wenn ich noch einen anderen gab. Würden Sie ihn denn wiedererkennen? Ja, natürlich würde ich das unter Millionen Laborkitteln. Das Ding roch so schrecklich, dass ich es nach ein paar Stunden ausziehen musste. Es ist wirklich allerhand, was sich die Wäschereien heutzutage alles herausnehmen. Das ist genau das, woran es in unserem Lande hapert. Niemand ist mehr stolz auf seine Arbeit und niemand hat mehr Interesse an seinen Mitmenschen. Jeder denkt nur an sich allein. Furchtbar. Röckchen, wo sind die Krankenberichte vom Bay General Krankenhaus? Die haben gestunken wie die Pest, deswegen haben wir sie raus an die frische Luft gebracht. Wohin? An die Feuerleiter, soviel ich weiß. Komm, wir holen sie. Das ist nicht zu fassen. Das ist wirklich zum Heulen. Schweißbläschen. Trapper, ich muss mit dir reden. Jetzt nicht, deine Herzklappenoperation wartet auf. Hinter der Geschichte mit Henley steckt doch etwas anderes. Das sagst du. Versprich mir, dass du vorläufig nichts gegen ihn unternehmen wirst. Ich habe da einen Verdacht. Sorg dafür, dass er sich bestätigt, bevor ich aus dem OP komme. Ich muss nämlich zum Vorstand. Bitte warte noch ein Weilchen damit, okay? Er ist doch dein Freund. Ich weiß, ich stehe auch dazu, aber ich bin in einer schrecklichen Situation. Und ich hoffe, dass ich nicht mit dem Finger auf ihn zeigen muss. Ich verstehe nicht, dass Gates mich dazu überreden konnte. Sie müssen eben lernen, auch mal Nein zu sagen, Doktor. Richtig. Wenn mich jetzt noch mal jemand um etwas bittet, sage ich schlichtweg Nein. Hier, ziehen Sie das gut an. Nein, warum soll ich den anziehen? Nur so können wir herausfinden, welchen Sie gestern getragen haben. Der ist ja für Lilliputaner. Der da vielleicht. Probieren Sie ihn an. Mal sehen. Ja, der passt. Sind wir jetzt fertig? Das ist er nicht. Sie haben doch gesagt, Ihrer hat einen Ärmelflecken. Ja, richtig. Ich werde noch verrückt. Wie viele muss ich denn noch anprobieren? Was ist denn das? Ein 5-Dollar-Schein. War der in der Tasche? Ja, und der gehört jetzt mir. Wie wär's denn mit dem hier? Ist was in der Tasche? Bin ich ein Hellseher? Kommen Sie, ziehen Sie ihn an. Ja. Nein, das ist... Oh. Das merke ich schon am Gestank. Weg mit dem. Den bringe ich jetzt Gonzo. Ja, gut. Kommen Sie nicht mit? Ich komme gleich nach. Trapper, setz dich hin. Ich sitz bei mir. Mach dich auf was gefasst. Ich werde jetzt einen hieb- und stichfesten Beweis erbringen, der dich vom Sockel haut. Beweis? Reinkommen. Moment mal, ihr könnt mich doch nicht einfach so überfallen. In dem Verfahren, das ich persönlich ausgelöst habe gegen Dr. Brian Henley, möchte ich die Beweise vorlegen, wenn Sie erlauben. Beweisstück 1. Was ist das? Ein widerlich stinkender Karton voller Krankenberichte, die im Bay General Krankenhaus gefunden wurden. Miss Brancusi, würden Sie uns den Zustand dieser Kartons beschreiben, als Sie sie zum ersten Mal gesehen haben? Sir, Sie waren nass. Nass? Nass. Danke, Gloria. Das also wäre Beweisstück 1. Jetzt komme ich zu Beweisstück 2. Erzählen Sie dem Gericht, was passiert ist. Ich hatte ein brennendes, juckendes Gefühl an meinem Arm und als ich Gates davon berichtete... Und wo genau ist diese brennende Stelle, Riverside? Das habe ich Ihnen doch gesagt. Hier. Die gleiche Stelle und die gleichen Symptome, über die sich Brian Henley am Tag des Brandes beklagt hat. Beweisstück 3. Beweisstück 3. Stanley, ist das hier der Laborkittel, den Sie anhatten, bevor Sie das Brennen an Ihrem Arm feststellten? Das habe ich Ihnen doch auch gesagt. Sind Sie absolut sicher? Absolut, aufgrund der Flecken am Ärmel und dem furchtbaren Gestank. Hochgericht, Sie haben gehört. Gestank. Ich fasse zusammen, und zwar Steinchen auf Steinchen.
Dieser unangenehm riechende Kittel und dieser stinkende Karton befanden sich im Labor von Dr. Brian Henley, der an dem fraglichen Tag auch diesen Kittel trug. Und es war zunächst für Henley alles in Ordnung, bis in seinem Labor durch das Feuer eine Explosion ausgelöst wurde. Dabei wurde er mit einer übelriechenden Flüssigkeit bespritzt. Und was für eine übelriechende Flüssigkeit war das, werden Sie mich jetzt fragen. Starch? Ich habe im B-General angerufen, Trapper, und erfahren, dass an jenem Tag eine Lieferung aus dem Zoo eingetroffen war. Ein Beruhigungsmittel für Tiere sollte analysiert werden, weil man befürchtete, dass es verdorben sei. Aha, Tierberuhigungsmittel, PCP. Ja, genau. Die Laboruntersuchungen bestätigen das sowohl am Kittel als auch in dem Rechten. Und obwohl dieser Kittel gewaschen wurde, hat man immer noch eine hohe Konzentration von PCP in den Fasern des Gewebes gefunden. Und wie uns allen bekannt ist, kann bereits eine kleine Dosis von flüssigem PCP durch die Haut in den Blutkreislauf dringen und eine halluzinogene Reaktion hervorrufen. Oh mein Gott, Katz! Bleiben Sie ruhig, Stanley. Bleiben Sie ruhig. Das ist doch ein schlechter Scherz. Wie kann ich ruhig bleiben, wenn ich jeden Moment schizophren... Was wird Daddy sagen, dass sein Sohn ein Fixer ist? Beruhigen Sie sich, Stanley. Da gibt es doch ein ganz einfaches Mittel. Tragen Sie von jetzt an diesen Kittel nicht mehr. Ein gutes Argument. Dr. Brian Henley hat also kein PCP genommen. Er hat's absorbiert. Was sagst du jetzt, Trapper? Passt doch alles zusammen. Gratuliere. Eins muss man dir lassen. Für einen Arzt bist du ein guter Detektiv und ein glänzender Verteidiger. Entschuldige mich jetzt. Ich muss meinem Freund Abbitte leisten. Gates, wie merkt man das, wenn man kurz vor dem Ausflippen ist? Überhaupt nicht. Also Kopf hoch, Stanley. Sie können sich auf uns verlassen, Stanley. Wir bleiben bis zum bitteren Ende bei Ihnen. Durch dick und dünn. Wozu sind Freunde denn da? Danke, danke. Ist es nicht beruhigend zu wissen, dass man in einer seelischen Krise wirkliche Freunde hat, die hinter einem stehen? Freunde! Freunde, wo seid ihr? Das Ganze war wohl ein Scherz. Haben Sie das gehört? Was? Nichts. Sie fallen drauf rein. Ein guter Junge, Doktor. Mrs. Needleman, wo wollen Sie denn hin? Ins Bay General zurück. Leider, das ist vielleicht eine Pleite. Ja, aber was wird denn jetzt aus unseren Plänen? Er meint ihren letzten Willen. Was für einen letzten Willen? Ach so, ja, das habe ich längst vergessen. Richtig, ich habe ein Testament gemacht. Aber was ich nicht habe, ist Geld. Um die Wahrheit zu sagen, ich besitze nicht einen Cent. Wieso? Sie haben doch gesagt... Ja, das war gelogen. Wissen Sie, ich wollte noch ein paar Freunde um mich haben, bevor ich das Zeitliche segne. Und geben Sie zu, die Pink ist nicht das Wichtigste, aber man gewinnt damit Freunde. Und Sie, Doktor, habe ich damit eingefangen, stimmt's? Mrs. Needleman? Hm? Darf ich Sie morgen besuchen? Was Sie mögen, arme Menschen? Nein, aber ich massiere gern Ihren Rücken. Du siehst gut aus, Brian. Wenn man überlegt, was du in den letzten Wochen alles ausgestanden hast. Am Wochenende sehe ich noch besser aus, wenn ich dich im Tennis vom Platz fege. Ja, sicher. Danke, Trapper. Hat in Zukunft deine Poren geschlossen. Hey, Trapper. Hör dir das an. 3 Tage, 3 Übernachtungen am wunderschönen Taosee. 3 neue Sessellifte, 3 neue Hotels, 1 Disco. Klingt fantastisch. Zeig mal her. Fertigstellung im Winter 1992. Bis dahin werde ich es hoffentlich schaffen. Bist du sicher? Und dann eben 1993. Thank you.
Hamburg und bon vivant im Bay General. Was haben Sie denn da, Ma'am? Ich weiß nicht. Dann sehen wir mal nach. Puh. Tja, als das Feuer das Labor erreicht hat, muss ich irgendwas verschüttet haben. Mein Arm brennt wie 1000 Ameisen. Ich habe das Gefühl, als ob er gleich abfällt. Dr. Gates, Sie werden auf der Intensivstation verlangt. Gehen Sie, es wird schon wieder besser. Säuber den Arm, ich sehe ihn mir dann nochmal an. Gut. Tut mir leid, aber im Moment haben wir nicht genügend Ärzte. Ja, ich weiß schon. Wenn Sie mir einen weißen Kittel besorgen, werde ich Ihnen helfen. Ja? Ja, ich bin Arzt. Ein bisschen ramponiert, aber einsatzfähig. Gut, fein. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, Doktor. Entschuldigen Sie bitte. Lassen Sie mich mal durch. Danke. Ja, ist das schön, mal im Rollstuhl hier spazieren zu fahren. Und wie? Zwei Krankenhäuser für mich in zwei Tagen. Stasch, würden Sie Mrs. Needleman bitte zur Aufnahme bringen und legen Sie sie in den vierten Stock. Tut mir leid, das geht nicht. Der vierte Stock ist total belegt. Belegt? Oh Gott. Und was ist mit dem dritten Stock? Der ist auch überfüllt. Da bleibt nur noch die Entbindungsstation. Was? Ich auf der Entbindungsstation? Das ist ja der größte Hit. Also das ist unmöglich, Stanley. Aber was machen wir? Irgendwo muss sie doch hin. Sehen Sie doch mal nach. Vielleicht ist im vierten Stock doch noch ein Bett frei. Vielleicht finden Sie noch ein Plätzchen, wo ich mich aufs Ohr hauen kann. Aufs Ohr hauen? Ist sonst noch etwas? Ah ja, Paul Nolan muss eine Weile in die Elektrochirurgie. Wahrscheinlich muss eine Kolonresektion gemacht werden, aber vorher eine Biopsie. Okay. Gut. Ich hoffe, dass deine Zimmerstürze nicht, aber was anderes haben wir im Moment nicht. Macht nichts. Hauptsache, es ist ein Zimmer. Entschuldige, Checkpoint, aber die Hälfte der Krankenberichte von den evakuierten Patienten fehlt. Ach, das ist doch nicht so schlimm, zumindest was mich betrifft. Ich kann Ihnen genau sagen, was mir fehlt. Meinen Krankenbericht, den kenne ich nämlich in- und auswendig. Und meine Fieberkurve sage ich Ihnen rückwärts und vorwärts auf, wenn Sie wollen. Eine Patientin nach unserem Geschmack. Name Sally Needleman, Alter 82, Angehörige der weißen Rasse, Blutgruppe A. Diagnose Metastasen, also ein Karzinom. Karzinom, Metastasen? Wo sitzt das Primärkarzinom? In meiner Lunge. Das ist doch nett. Ich bin im Endstadium. Endstadium? Oh, das macht nichts. Ich kann damit leben. Mrs. Needleman, solange Sie hier bei uns im Krankenhaus liegen, ist das für Sie keine Endstation. Genau das brauche ich. Einen Arzt, der es versteht, mich wieder aufzubauen. Auch wenn er ein Lügner ist. Oh. Dr. McIntyre, Dr. Gates, bitte sofort zur Intensivstation. Dr. McIntyre, Dr. Gates, bitte sofort zur Intensivstation. Dr. Gates, wer ist es, Sullivan? Wahrscheinlich, vor 20 Minuten ging es ihm noch gut. Dr. McIntyre, Dr. Gates, bitte zur Intensivstation. Was fehlt ihm? Akutes Lungenödem. Was haben die ihm gegeben? 10 Milligramm Gamma A, ich habe ihm eine Staubinde angelegt. Der Puls scheint stabil zu sein, nicht schlecht. Hat er Ferrozyan nicht bekommen? 40 Milligramm intravenös. Tut mir leid, Freunde, aber ich war ein bisschen schneller als ihr, nicht wahr, McIntyre? Wie kommst du denn hierher? Ich rette nur wieder einen Patienten für dich. Er kommt durch, keine Sorge. Danke. Nichts zu danken, das hätte doch jeder andere Superdoktor auch getan. Anscheinend kennt ihr beide euch. Das ist eine lange Geschichte. Du bist doch hoffentlich nicht mehr sauer, dass ich dich bei den Tennismeisterschaften geschlagen habe. Ich hab mal jemand geschlagen, Trapper? Ja, aber nur, weil er beim Zählen gemogelt hat. Richtig, Trapper. Wie hört sich's an? Besser. Was macht ihr Arm? In Ordnung, juckt noch ein bisschen. Wissen Sie was? Wir brauchen jemanden, der sein EKG kontrolliert. Dann helfe ich Ihnen bei den anderen Patienten. Ich bin gleich wieder da. Schwester O'Malley, passt auf. Wenn eine Veränderung eintritt, wird sie uns rufen. Was? Geht's Ihnen nicht gut? Nicht gut? Es geht mir sehr gut. Prima. Okay. Draußen auf dem Gang warten noch 30 oder 40 Leute auf uns. Kommen Sie. Ja, selbstverständlich. Gehen Sie schon mal voraus. Thank you.
soll sich jemand bei diesen vielen neuen Patienten zurechtfinden? Oh, Tompkins auf 420 muss mit Alkohol abgerieben werden. Habe ich schon gemacht. Nein, das war Jennings auf 424. Nein, das weiß ich genau, weil er die ganze Nacht gekeucht hat. Der Keucher ist auf 450. Du verwechselst das mit Willow auf 430, der dauernd vor sich her singt. Nein, nein, dieser Billing singt vor sich her. Willow ist der, der schnarcht. Und wo ist der, der beim Schnarchen pfeift? Der liegt bei dem, der vor sich her singt. Auf welchem Zimmer? Beim Keucher. Oh, Dr. Henley hat nach Ihnen gefragt. Schade, hat er nicht nach mir gefragt? Nein, nach mir leider auch. Wissen Sie, wo er ist? Er hat gesagt, er wäre im OP. Er wollte Ihnen wieder zuvorkommen. Typisch für den guten alten Brian. Wie lange wollen Sie noch operieren, Brian? Was soll denn das? Wir haben gerade erst angefangen. Der arme Teufel ist übel dran. Schwere innere Blutungen. Er sieht schlecht aus. Sein Blutdruck ist 82 zu 54. Machen Sie noch eine Bluttransfusion. Sie stören, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Draußen stehen die Patienten Schlange. Ich muss eine Laparotomie vornehmen. Ich kann nicht länger warten. Was dagegen, wenn wir wie im Vietnam arbeiten? Vietnam? Ja, wir operieren gleichzeitig. Sie bleiben, wo Sie sind, und ich gehe auf die andere Seite des OPs. Meinetwegen, ich liebe große Partys. Alles klar, wir teilen uns den OP mit Henley. Na, wie geht's? Ich komme mir vor wie nach einer großen Schlacht. Seit 6 Uhr haben wir 47 Operationen hinter uns. Ja, ich weiß. Sie sehen aber noch recht munter aus. Soll das ein Witz sein? Wir haben das ja auch in all den Jahren geübt. Ja, da werden manche Erinnerungen wach, nicht wahr, Starch? 28 Jahre sind das jetzt her. Der nächste Patient ist fertig. Ja, ist gut, danke. Es geht weiter, Gunther. Entschuldige uns. Ja, Wiedersehen. Absaugen. Klammer. Ein bisschen schneller. Wir haben noch allerhand vor uns. Okay. Erst bringen wir die Blutung unter Kontrolle, dann reparieren wir den Schaden. Peter, stellen Sie bitte die Lampe richtig ein. Ja, gut. Danke. Tupfer. Gut. Blutdruck fällt. Er atmet zu flach. Noch eine Transfusion. Okay. Herzflimmern auf dem Monitor. Geben Sie ihm 100 Milligramm Lidocain. Okay, Doktor. Ventrikulare Insuffizienz. Wir versuchen es mit Schocks. Her mit dem Gerät. Schnell. Brauchen Sie Hilfe? Nein, ich brauche Ihre Hilfe nicht. Herzstillstand. Geben Sie ihm noch eine Dosis Adrenalin. Gut, ich befürchte nur, das nützt nicht mehr. Los! Unter meinen Händen stirbt niemand. Nicht schlecht. Gut, dann kommen Sie mit. Um was geht's? Wir haben gerade ein Bündel Krankenberichte vom Bay General bekommen. Sie sind also nicht alle verbrannt. Die müssen wir einordnen. Einordnen tue ich gern, das ist doch ein ganz prima Job. Ganze Menge, nicht? Gefällt Ihnen der Job immer noch? Schwierig? Ich will das Wort schwierig nicht mehr hören. Wir brauchen noch mehr Leute, die uns helfen. Gut, dann versuchen wir es eben bei den freien Vermittlungsagenturen. Glück gehabt? Ah, tüchtiges Pflegepersonal ist einfach nicht aufzuteilen. Bei der Bezahlung. Ja, danke. Wie kommst du mit einem zurecht? Gut. Nur nicht mit deinem Freund, dem Wunderdoktor. Was? Er ist zusammengebrochen, nachdem er seinen Patienten nicht mehr retten konnte. Brian? Das kann ich mir gar nicht recht vorstellen. Hast du ihn in letzter Zeit erlebt? Ein richtiges Nervenbündel. Ich erzähle dir mal was über ihn. Vor 6 Jahren fuhr auf dem Highway ein Personenwagen auf einen Lastwagen auf, der Öl geladen hatte. Eine junge Frau saß am Steuer, daneben ihre kleine Tochter. Beide waren sofort tot. Brian arbeitete 5 Stunden, um den Lastwagenfahrer zu retten. Dann operierte er noch weitere Notfälle, bis der letzte Patient versorgt war. Ich habe ihn bewundert, weil ihm das Pflichtbewusstsein als Arzt über alles ging. Erst später dann
setzt er sich hin und weint um seine Frau und seine Tochter, die er bei dem Unfall verloren hatte. Weißt du, vielleicht sind wir alle etwas überarbeitet. Hallo? Wer ist hier? Gut, ich sag's ihm. Du bist ausgerufen. Na los, beeil dich. Dr. Gates zur Intensivstation. Dr. Gates zur Intensivstation. Ich bin Ihnen wieder zuvor gekommen. Was ist passiert? Eine leichte Herzinsuffizienz, wieder die gleichen Symptome. Ich habe ihm eine Spritze gegeben. Kann ich Ihnen helfen? Nein, ich schaffe das schon allein. Okay, danke. Zeug hat mich ein Vermögen gekostet. Also, Trapper, auf deinen wohlverdienten Urlaub. Es hätte keinen besseren treffen können. Darauf stoßen wir an. Spitzengewächs. Hier habe ich noch dein Abschiedsgeschenk. Pack's gleich aus. Was? Ein Geschenk? Ich bin da nur 4 Tage weg, Junge. Viel länger hast du noch nie frei bekommen. Wie war? Nach einem anstrengenden Tag mit Schussfahrten auf eisigen Pisten. Hüttenschuhe, du hast dich ja ganz schön in Unkosten gestellt. Ich hab gedacht, die brauchst du für die langen, gemütlichen Abende vor einem knisternden Kaminfeuer mit einem Skihasen. Mit einem Skihasen? Sie wird dir in die Augen sehen und verliebte Worte flüstern. Ich bewundere deine Fantasie. Vielen Dank. $7.42. In dem Fall zählt nicht das Geld, sondern der gute Wille. Okay. Stell dir vor, Trapper, morgen um diese Zeit bist du schon auf den eisigen Pisten. Schussfahrten, Wedeln. Ach, ich freue mich drauf. Ganz ruhig, Trapper. Vor dir liegen 4 wunderschöne Urlaubstage in Mammoth. 4 wunderschöne Urlaubstage. Sieh dir das an.
Das geht dich nichts an. Du hast deinen Urlaub lange genug vorgeplant. Du weißt, wie schwer es ist, 4 Tage hintereinander zu bekommen. Stimmt, ist praktisch unmöglich. Genau. Ganz zu schweigen von der Mühe, eine Ferienwohnung zu finden und dann die ganzen Reisevorbereitungen. Ich kann dir nur sagen, Trapper, den Urlaub hast du dir ehrlich verdient. Ich bin ganz deiner Meinung. Du hast es dringend nötig, mal auszuschweigen. Das kannst du laut sagen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es wird bestimmt eine lange Nacht. Leb wohl, Mammoth. Ich wollte sowieso nicht Skifahren. Um die Jahreszeit taugt der Schnee nichts. Das musst du dir aber auch jetzt ständig einreden. Wo ist mein Arzt? Ich will meinen eigenen Arzt haben. Kommst du mal her, hören Sie mich? Ich kenne jemand ungarisch. Ist egal, wo Sie mich unterbringen. Hauptsache, ein Frauenzimmer ist in der Nähe. Wir brauchen einen Krankenpfleger auf Zimmer 3. Ja, ich kümmere mich. Sag, was ist denn hier los? Ich dachte, du sitzt vorm Kaminfeuer mit deinem Skier. Den habe ich versetzt. Sag mir, was hier los ist. Das Bay General musste evakuiert werden. Evakuiert? Warum? In der Küche ist ein Feuer ausgebrochen und hat sich in Windeseile über alle Räume verbreitet. Und da hat man die meisten Patienten hierher geschickt. Wir brauchen also noch mehr Ärzte. Hier ist einer. Entschuldige, Moment. Brian Henley, Arzt. Geben Sie ihm Kalzium. Halt durch. Du schaffst es, Junge. Du kommst durch. Bis hier habe ich dich durchgebracht. Stirb mir nicht weg. Doktor, das dauert jetzt schon fast eine Stunde. Wir können ihn nicht retten. Es hat keinen Sinn. Nicht aufgeben. Komm, Freund. Sie können nichts mehr tun, Doktor. Er ist tot. Sie sehen gut aus. Ach was. Ich kenne Sie schon, Sie Schmeichler. Sie haben nach mir gerufen, gut, dass Sie gekommen sind. Sagen Sie Sally zu mir. Und Sie, mein Junge, wie heißen Sie? Jackpot, da sind Sie. Ich habe Sie überall gesucht. Kommen Sie schnell. Moment, nicht so eilig. Er ist ein guter Junge. Sie werden ihn mir doch jetzt nicht wegnehmen wollen. Was heißt denn hier wegnehmen? Madam, das ist ein Krankenhaus und kein Privatclub. Tut mir leid, ich kann ihn nicht hier lassen. Also kommen Sie mit. Aber, es dauert doch nur einen Moment. Ich habe noch etwas Dringendes zu erledigen. Bitte setzen Sie sich. Kommen Sie, setzen Sie sich. Setzen, Mrs. Needleman. Es scheint Ihnen nicht klar zu sein, dass wir uns in einer ausgesprochenen Krisensituation befinden. Nur einen Moment. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges vorlesen. Es dauert höchstens eine Minute. Sie verstehen mich. Also gut, lesen Sie vor, Mrs. Needleman. Gut. Also. Ich, Sally Needleman, im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte und im vollen Bewusstsein, dass ich möglicherweise jeden Tag abkratzen kann, setze hiermit meinen letzten Willen auf, das heißt mein Testament. Ich muss zurück zur Notaufnahme. Da ich keine Angehörigen habe und mein Mann verstorben ist, der meinen Batzen hinterlassen hat, vermache ich hiermit meinen weltlichen Besitz allen meinen Freunden des San Francisco Memorial Krankenhauses, die mir meine letzten Tage so angenehm gestaltet haben. Oh, Mrs. Needleman, das ist sehr großzügig und nett von Ihnen, aber das können wir nicht annehmen. Nein, das können wir nicht. Wenn Sie es allerdings unbedingt wünschen, dann... Abgesehen davon, Sie werden gar nicht sterben. Zumindest nicht, solange es in unserer Macht steht. Hören Sie, ich werde ins Gras beißen, das weiß ich genau. Außerdem ist es mir lieber, ihr bekommt die Moneten als irgendwelche mysteriösen Stiftungen. Ich kenne doch diese Geier. Da hat sie nicht Unrecht. Sie haben doch bestimmt Freunde oder Verwandte. Ja, aber die sind alle betucht. Die brauchen das Geld nicht. Nur ist euer Verdienst, meine letzten Tage so verschönt zu haben, nicht? Passen Sie auf. Ich werde jetzt in meinem Testament die Namen aller derjenigen einsetzen, die ich mag. Mrs. Needleman, bitte tun Sie das nicht. Warum nicht? Ihr Kinder tut doch so viel für mich. Und ich möchte euch nur meine Dankbarkeit zeigen. Jetzt will ich nichts mehr davon hören, hä? Habt ihr nicht Visite? Also verschwindet jetzt. Visite, richtig, Visite. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg, damit unsere Patientin zu ihrem Schönheitsschlaf kommt. Ja, verschwinden wir. Falls Sie uns brauchen, wir sind in der Nähe.
Sie können ohne weiteres Dr. Riverside verlangen. Ich komme dann sofort. Ja, gut, Doktor. Sagen Sie bitte Stanley. Stanley? Wollen Sie nicht eine Pause machen, um mal aus dem Trubel herauszukommen? Ja, eine kleine Abwechslung.